Hallo aus Blaubeuren. Neben mir steht Alexander Erni, Zimmermeister und Bauingenieur, der den ganzen Tag jetzt Schnittstelle, Baustelle in Blaubeuren besucht. Wie ist es denn für dich? Ja, es ist spannend, die ganze Angelegenheit. Also es ist zum einen der barrierefreie Zugang auf die Dachterrasse, zum anderen aber gibt es wahnsinnig viele Exkurse. Jetzt gerade als Beispiel nochmal so ein Update für einen Flachdachbau. Sehr interessant, ja. Und es ist ja hier eine Premiere, auch für Schnittstelle, Baustelle. Es wird an ein Modell live, wird quasi was umgesetzt, verarbeitet. Wie ist es für dich, Theorie und Praxis gleichzeitig zu hören? Ich finde es wahnsinnig cool, um es mal direkt auszudrücken. Man sieht einfach auch live, wie es dann tatsächlich auch funktionieren kann. Man kann das immer auf den Folien in der Theorie machen. Ich denke das Ganze dann noch mit. Aber wenn man das dann nochmal live wirklich sieht, wie man das macht, macht es das Ganze wesentlich einfacher und auch viel praktikabler zum Vorstellen. Und hast du das Gefühl, dass du für deine Arbeit jetzt, für deine Firma was mitnehmen kannst? Ja, auf jeden Fall. Allein die Randinformationen, die man außenrum nochmal bekommt. Ob ich das Ganze jetzt natürlich tatsächlich selbst auch wirklich mache, ist nochmal zweitrangig. Aber ich weiß auch, wie es tatsächlich sein müsste. Okay, das heißt, wir hatten ja vorher schon mal gesprochen, dass dieses Detail eigentlich, dieser Anschluss, nicht so richtig gelöst ist. Aber hast du jetzt das Gefühl, es gibt eine Lösung oder zumindest du kennst jetzt eine Lösung? Ja, auf jeden Fall. Heute Morgen hätte ich gesagt, okay, das funktioniert nicht, das kann man technisch vielleicht irgendwie machen, aber es ist auf keinen Fall rechtskonform und jetzt bin ich der Meinung, okay, man kann es technisch sauber lösen und man kann das Ganze auch rechtssicher machen. Okay, dann vielen Dank und wenn Sie auch Fragen haben, wie das alles so funktioniert, dann schreiben Sie doch an info@schnittstelle-baustelle.de. Wir leiten dann die Fragen an die entsprechenden Experten weiter.